Hallo zu Teil 6 meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Wir haben einen Monat auf Gran Canaria verbracht im Winter und zwar in Las Palmas und haben dann von dort aus Ausflüge gemacht und jetzt in Teil 6 stelle ich euch La Isleta vor. Da sind wir an einem Tag mal hingelaufen. Das ist so eine vorgelagerte Insel, die früher im Geruch stand, dass es dort viel Kriminalität gibt. Das ist wohl heute nicht mehr so. Wir sind von Las Palmas aus, von Canteras zur Markthalle gelaufen. Von der Markthalle ging es dann weiter an der Küste Richtung Strand El Confital. Das ist auch ein sehr schöner Strand, der ein bisschen abseits gelegen ist. Kleiner Geheimtipp, jetzt nicht mehr. Dann immer durch Steinwüsten, kann man sagen, gibt es da so einen Weg. Der führt aber nicht komplett rum um La Isleta, weil dann auch militärische Zone beginnt. Auch blöd. Und von dort aus kann man aber so, ja, man muss da trittsicher sein. Da geht es einen kleinen Weg hoch zu den Colorados. Da gibt es jedenfalls also das eigentliche Dorf La Isleta mit bunten Häusern und auch einem Lokal, einem Restaurant, direkt Blick auf das Meer, wo wir dann auch lecker Calamares gegessen haben. Und von dort aus haben wir dann aber zurück doch den Bus genommen, weil wir wirklich genug gelaufen waren an dem Tag. Ich finde, das lohnt sich. Das ist eine bizarre Landschaft dort und man sieht auch wieder fantastische Wellen, eine riesige Brandung. Also ich glaube, das ist für Windsurfer aber selbst da dann doch zu gefährlich. Ja, und an dem Tag sind wir dann auch nochmal zum Abschluss in die sogenannte Muelle gegangen. Das ist ein Einkaufszentrum direkt am Kreuzfahrtschiffhafen. Und da kann man dann auch in den dritten, vierten Stock mit den Rolltreppen fahren und genießt von dort aus einen tollen Blick über den Hafen und Teile der Stadt. Schaut einfach selbst und natürlich gibt es weitere Teile meines Reisetagebuchs. Oberhalb des Strandes El Confital und wir gehen einen kleinen Paseo in den Bergen und hier oben sind Höhlen, die kann man auch sehen von den Ureinwohnern. Kann man ranzoomen, da erkennt man sie noch. Ja, das ist hier viel Geröll, aber dieser Strand El Confital befindet sich auf der Insel La Isleta. Hatte früher keinen so guten Ruf, heute ist das aber wegen Sicherheit und Überfälle und Verbrechen, aber das ist wohl Vergangenheit, weil es ist hier ein toll ausgebauter Steg am Strand entlang. Man kann hier auch bequem parken, wenn man ein Auto hat. Wir haben es nicht, wir sind schon irgendwie kilometerlang gewandert von der Mitte der Stadt hierher, weil die Busse am Sonntag nicht so häufig fahren. Ja, aber dieser Blick versöhnt ja und man sieht im Hintergrund, wenn man genau hinschaut, das nicht, sondern im Nebel da hinten, das ist der Teide von Teneriffa. Der ist ja 3700 Meter hoch. Der liegt so ein bisschen im Dunst, aber man kann ihn doch erahnen. Ja, mal sehen. Wir gehen jetzt hier weiter den Weg und schauen, was uns noch erwartet. Jetzt sind wir um die Ecke rumgegangen vom Strand Confital und ja, hier ist viel Geröllfeld, gigantische Wellen kann man hier sehen. Ja, immer wieder auch so kleine Abtrennungen und Zäune, wo sie kleine Gärtchen versuchen anzulegen, ein bisschen grün. Und hier ist dann der Gipfel. Wir umwandern das Ganze, es soll 5,6 Kilometer sein. Wir sind im Einkaufszentrum El Muelle in Las Palmas und das ist direkt am Hafen. Hier kommen die Kreuzfahrer und Großsegler an. Gerade aktuell ist da irgendwie so eine fette AIDA und noch ein anderes. Das kann ich jetzt gerade auch von TUI irgendwas. Naja, keine Werbung hier. Ja, und dann stülpen die Schiffe die Passagiere aus und die fallen dann direkt in dieses Einkaufszentrum. Da können sie dann auch bleiben und müssen gar nicht groß in die Stadt, um dann wieder zurückzukehren auf das Sonnendeck ihres Lieblingskreuzfahrtschiffes. Und dann haben sie Las Palmas ja auch gesehen.
Ja, auf jeden Fall ist es eine wunderschöne Sicht von hier oben. Man kann hier mit der Rolltreppe kann man hier in die dritte Etage hochfahren und genießt dann diesen fantastischen Blick über den Hafen. Dort hinten ist dann die Stadt. Naja, das ist Gegenlicht. Man kann hier stehen draußen und Aufnahmen machen und schöne Selfies.